Dann habe ich im ersten Monat schon so um die 1000 verdient. Und was würdest du machen, wenn du jetzt bei so einem Dreh dann doch schwanger würdest? Ich bin auf jeden Fall nicht bereit für ein Kind. Treffen wir uns auf einen Kaffee und irgendwie müssen wir jetzt erstmal gucken, ob es passt, damit wir jetzt gleich einfach einen Porno drehen. Ja, na, du musst natürlich einen Partner finden, der damit fein ist, dass du mit Usern dann zum Beispiel Sex hast. Also ich habe am Anfang in einer WG gewohnt. Da wollte ich zum Beispiel einmal ein Video drehen im Wohnzimmer. Da kann man Mitbewohner rein. Hallo, hallo, hallo. Hi. Grüß dich, meine Liebe. Alles gut soweit? Ja, mega. Und bei dir? Sehr schön. Bei mir auch. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Gerne. Hi Leute, ich bin Lia Engel, ich bin 21, komme aus Rheinland-Pfalz, wohne im Moment aber in Griechenland. Und ja, ich bin heute hier, weil ich Darstellerin bin. Und ja, ich werde euch wahrscheinlich ein bisschen was über mein Leben erzählen. Darstellerin? Genau. Was stellst du da? Pornos. Okay, der ist ja wichtig, weil damit wir auch direkt wissen, worüber wir reden. Ich werde dir heute auch einige Fragen stellen. Wenn dir da irgendwas zu intim sein sollte, dann sag das bitte. Aber ich freue mich, die Zuschauer auch, wenn wir dich heute ein bisschen kennenlernen. Und Wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Ja, dann lass uns doch vorne anfangen. Wie bist du groß geworden? Du hast schon gesagt, du kommst eigentlich aus Rheinland-Pfalz. Ich bin eigentlich ganz gut aufgewachsen. Ich hatte ein behütetes Elternhaus. Meine Eltern waren sehr konservativ, würde man jetzt so wahrscheinlich nicht denken, aber ja, mir hat es eigentlich an fast nichts gefehlt. Was hast du als Hobby, so als Mädchen? Also ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Ich durfte früher nicht so viel mit anderen Kindern rausgehen und so weiter. Deswegen habe ich mich viel mit Musik beschäftigt. Ich tanze sehr gerne. Ich habe gerade getanzt. Was war so immer dein Lebenstraum? Was wolltest du immer werden? Irgendwie Tierärztin oder Kindergärtnerin, Krankenschwester? Ich wollte tatsächlich immer Modedesignerin werden. Ui. Hat sich aber irgendwie nicht ergeben. Ich habe den Traum nicht länger verfolgt. Du warst eine gute Schülerin oder warst schwierig? Ja, also dadurch, dass ich sehr viel Zeit zu Hause verbracht habe, hatte ich natürlich auch Zeit für die Schule. Ich war eigentlich immer ziemlich vorbildlich, hatte immer alle meine Hausaufgaben, habe gute Noten geschrieben und dementsprechend. Ja. Aber warte mal, wie alt bist du denn jetzt? 21. 21, gut, das heißt, Schule ist auf jeden Fall rum. Was hast du für einen Abschluss gemacht? Ich habe Fachabi gemacht. Aha. Und habe danach eine Ausbildung als Notarfachangestellte angefangen. Ja. Okay, also ja, ist ja eigentlich auch so ein bisschen konservativer Beruf, würde ich sagen. Ja. Bist du so nach deinen Eltern gegangen? Genau, also ich habe mir extra eine Ausbildung in einer anderen Stadt gesucht, um halt ein bisschen rauszukommen, weil ich ja, wie gesagt, viel Zeit zu Hause hatte. Und ich wollte dem so ein bisschen entfliehen. Und ja, dann hat es mich nach Mainz gezogen. Meine Tante wohnt dort. Und ja, dann habe ich da meine Ausbildung angefangen. Dann hat es mich dann in eine andere Richtung verschlagen. Okay. Also, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Kopf sind das jetzt so sehr verschiedene Welten, die ich noch nicht so ganz übereinander bringen kann. Bist du, also wie kommt man als Azubi oder Azubine für Notarfachangestellte zu einer Pornodarstellerin? Ich wollte mir nebenbei was dazu verdienen. Also ich habe während der Ausbildung schon direkt angefangen, nebenbei an der Tankstelle zu arbeiten. Es war aber sehr, sehr stressig für mich und ich dachte so, irgendwas von zu Hause wäre eigentlich super optimal für mich. Ich hatte eine Freundin, die war schon so ein bisschen in der Branche tätig, also nicht aktiv. Sie hat keine Porns gedreht, sondern sie hatte ein paar Freunde, die aktiv waren in der Branche und hat die dann dabei so ein bisschen dabei unterstützt. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt so, hey, du siehst super aus, du hast noch nicht ganz so viel Erfahrung. Vielleicht hast du einfach Lust, mal was Neues auszuprobieren. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch erst, also immer noch. Ich hatte erst einen Freund. Ja, ich wollte so ein paar neue Seiten an mir entdecken und irgendwie war es für mich mega interessant. Ich war extrem neugierig, habe mir das am Anfang angeschaut und ja, dann kam es halt irgendwie dazu. Hattest du denn selber auch, hast du selber welche geschaut? Hast du Pornos geschaut bis dahin? Natürlich habe ich vorher schon mal Pornos gesehen und geschaut, aber ich habe mir keine Pornos angeschaut und mir gedacht so, oh mein Gott, das will ich auch machen, sondern das kam erst so Schritt für Schritt. Ich bin auch nicht in die Branche eingestiegen und habe direkt Pornos gedreht, sondern es fing eher so als Webcam-Girl an und da habe ich auch in den ersten 4 Wochen absolut nichts gezeigt. Also ich bin in die Cam gegangen, hatte natürlich
bisschen bauchfrei, eine kurze Short und so weiter an. Aber ich habe mich eher so Schritt für Schritt habe ich mich da reingearbeitet. Ich wurde dann auch sehr schnell sehr erfolgreich in dem einen Monat, was ich selbst niemals gedacht hätte, weil ich wollte ja eigentlich einfach nur eine kleine Beschäftigung für nebenbei, damit ich mir ein paar Sachen nebenbei leisten kann. Dann habe ich im ersten Monat schon so um die 20.000 verdient. Ui, ohne dich aufzuziehen. Ja. Aber dann hättest du was sagen können. Ja gut, dann machen wir genauso weiter. Ja, also ich denke, das ist wie alles im Internet. Irgendwann wollen die Leute halt ein bisschen mehr. Ich habe mich auch gut dabei gefühlt. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt ausziehen. Ich habe es gefühlt. Erinnerst du dich noch an das erste Mal, wo du dann wieder vor der Kamera saß und dann die Menschen eine blanke Brust von dir gesehen haben? Du weißt ja, ja, du lachst, aber das ist ja ein Moment, das kannst du nie wieder zurücknehmen. Also das denke ich mir halt immer. Ja, ne? Ich habe nicht so gedacht so, oh mein Gott, das ist jetzt im Internet und das kann ich nie wieder rückgängig machen. Sondern ich habe mir einfach gedacht so, das ist jetzt gerade das Richtige für mich im Moment. Ich will es einfach ausprobieren. Das erste Mal, als ich mich ausgezogen habe, war, ich glaube, es war ein Strip. So, ich habe mich ein bisschen dabei bewegt und mich das erste Mal ausgezogen. Also, aber da warst du die ganze Zeit alleine vor der Kamera? Ja, ja. Hast du irgendwem davon erzählt, dass du das jetzt machst? Also ich habe am Anfang in einer WG gewohnt und es war sehr schwierig. Oh, spannend. Lia? Ich habe da gerade was gehört in deinem Zimmer. Mhm. Dadurch, dass ich ja am Anfang keine richtigen Shows gemacht habe, ich habe auch nicht irgendwie laut gestöhnt oder sowas. Da ging es eigentlich noch, aber dann wollte ich zum Beispiel einmal ein Video drehen im Wohnzimmer. Da kam mein Mitbewohner rein, obwohl er eigentlich 2 Tage bei seinen Eltern bleiben wollte. Das war natürlich nicht geplant, aber ich durfte es hochladen und das hat sich am Ende auch echt gut verkauft. Okay. Deine Miete konntest du mit Sicherheit davon zahlen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und hast du selber einen deutlichen Unterschied nochmal gemerkt zwischen der Phase, wo du angezogen 20.000 Euro verdient hast im Monat und dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ich ziehe jetzt nach und nach auch komplett blank? Ja, also ich habe ja dann auch, nachdem ich angefangen habe, mich auszuziehen, ich habe ja parallel auch Videos gedreht, zuerst halt solo und dann so, wie ich mich halt gefühlt habe, dann irgendwann auch mit einem Partner. Ja, es hat sich natürlich alles gesteigert dann. Aber ich hatte, wie gesagt, nie irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, sondern ich habe mich immer pudelwohl gefühlt. Freunde, wenn ich heute irgendeine Frage vergessen sollte zu stellen, dann bitte stellt sie in den Kommentaren. Ich werde mit Sicherheit die Möglichkeit haben, sie der Lia dann auch nochmal zu stellen, vielleicht bei einem weiteren Dreh. Und deshalb ganz wichtig, alle Fragen unten rein. Mit dem Partner, ist das immer noch der einzige Mensch, mit dem du die Pornos drehst? Nee, also ich habe es auch ein paar Mal so versucht, diese User-Drehs zu machen. Ein User-Dreh ist, ich habe ja meine bestimmten Seiten und dort sind ja User. Die können dir Drehanfragen stellen. Die schreiben, hey Lia, ich habe das Video von dir gesehen, ich finde dich total toll. Hast du Lust, dass ich mit dir ein Video drehe? Oder wollen wir mal zusammen was drehen und so weiter? Also Zuschauer? Genau, ja, Zuschauer. Die können dich treffen zum Dreh. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Natürlich nicht jeder. Es gibt andere Darstellerinnen, die machen zum Beispiel Videos, wo sich User bewerben können. Die nehmen dann auch jeden x-beliebigen User. Aber bei mir ist es so, ich brauche schon eine längere Kennenlernphase, würde ich sagen. Ich schreibe dann zum Beispiel 3-4 Monate mit jemandem und wenn ich merke, okay, der Vibe passt, dann treffen wir uns auf einen Kaffee. Und wenn ich dann merke, okay, das könnte gut funktionieren, dann versuche ich auch mal mit ihm zu drehen. Weil du meintest ja auch anfangs, dass du es irgendwie auch für deine eigene Erfahrung, du hast noch nicht so viel dich ausgelebt, auch das irgendwie so ein bisschen nachzuholen. Ist es eher Spaß am Sex oder irgendwo doch eher das Geschäft? Ich würde sagen, es ist beides. Natürlich ist es in der ersten Linie fürs Geschäft, aber ich habe trotzdem so viel Spaß dabei, dass es für mich nicht irgendwie... Das ist nicht anstrengend, oder? Genau. Also es ist nicht für mich so, oh mein Gott, nee, ich muss jetzt schon wieder drehen. Ich denke mir so, okay, cool, ich suche mir jetzt jemanden aus und dann
probieren wir es aus. Stellt mir im ersten Schritt super cringe vor, aber vielleicht bin ich auch einfach zu engstirnig, weil so, dann treffen wir uns auf einen Kaffee und irgendwie müssen wir jetzt erstmal gucken, ob es passt, damit wir jetzt gleich einfach ein Porno drehen. Ich meine, es ist im Prinzip wie Tinder. Man swipet hin und her, man schreibt ein bisschen, man trifft sich auf ein Date. Und wofür am Ende? Für die meisten? Fragen wir mal die Zuschauer, ne? Wofür am Ende? Aber ja, es ist mit Sicherheit eine offenere Art, da direkt zum Punkt zu kommen. Ich will mich nicht einfach mit wildfremden Leuten treffen, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich merke, okay, das passt überhaupt nicht, weil dann habe ich eben halt auch nicht diesen Spaß daran. Ich möchte einfach jemanden treffen, mit dem es stimmt, mit dem ich auch, wenn ich ihn so kennenlernen würde, halt außerhalb von der Branche, mit dem ich halt auch schlafen würde. Also du wählst dann auch optisch so aus? Dass ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann gucke ich halt einfach, ob es dann passt und dann vollziehen wir den Akt und filmen es halt. Und bist du jetzt aktuell vergeben? Nein. Könntest du es dir vorstellen, jetzt aktuell einen festen Freund zu haben? Nee, also ich sage immer, wenn es passiert, dann passiert es halt. Man kann ja nichts dagegen tun. Ich würde sagen, es passt gerade nicht in mein Leben. Ja, nein, du musst natürlich einen Partner finden, der damit fein ist, dass du mit Usern dann zum Beispiel Sex hast. Gut, aber ich würde sagen, wenn ich einen Freund habe und der ist cool damit, dann würde ich auch nur noch mit ihm drehen. Also es gibt total viele Pornodarstellerinnen, die nur mit ihrem Freund drehen. Weißt du, wie viele Menschen dich so im Monat angucken im Internet? Keine Ahnung. Also es gibt auf den Seiten, wo ich meine Videos verkaufe und in die Webcam gehe, es gibt bestimmt Zahlen, aber ich bin jetzt nicht so mega Fanat darauf, dass ich mir jeden Monat angucke, oh mein Gott, so viele Videos habe ich verkauft, so viele Zuschauer hatte ich. Aber du weißt, wie viel du verdienst. Ja. Wie sieht natürlich das heutzutage aus? Es ist natürlich wie bei jedem Selbstständigen. So, wenn du mehr machst, kriegst du natürlich auch mehr. Ich würde sagen, in schlechten Monaten, wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Urlaub bin oder krank oder was weiß ich, dann bin ich so im unteren fünfstelligen Bereich. Wenn ich sehr gute Monate habe, wo ich sehr fleißig bin, dann ist es auch mal so der mittlere fünfstellige Bereich. Du hast schon mal einen Monat, wo du 50.000, 60.000 Euro verdient hast. Ja, fast. Kennst du Cheeks? Nee, was sind das? Ja, da erzähle ich dir gleich. Bevor ich euch verrate, was Cheeks ist, machen wir aber ein kurzes Quiz. Laut einer Umfrage schauen 74% der Männer Pornos, aber nur 26% der Frauen. Die Frage ist, woran könnte das liegen? Ich habe für euch auch drei Antwortmöglichkeiten. Ist es, weil Pornos A, Bedürfnisse und Fantasien nicht berücksichtigen? Ist es B, weil sie unser Sexleben nicht authentisch darstellen? Oder ist es C, weil sie unrealistische Erwartungen schaffen? Die richtige Antwort ist, dass alle drei Aussagen richtig sein können. Und mir ist zunächst mal ganz wichtig zu sagen, Freunde, versucht so viele Erfahrungen, wie es nur geht, im Real Life zu sammeln. Denn das sind am Ende die echtesten Erfahrungen. Und heute werde ich euch auch Cheeks vorstellen, die das Ganze anders machen. Mein Team und auch meine YouTube-Kollegen haben mich darauf aufmerksam gemacht, auf Cheeks. Das ist nämlich eine Sexual Wellness-Plattform für sexuelle Aufklärung und Unterhaltung. Dort findet ihr erotische, aber auch aufklärende Inhalte, die vor allem fair produziert sind und Sexualität so darstellen, wie sie in Wirklichkeit ist. Nämlich einvernehmlich, divers und lustvoll. Cheeks möchte das Thema Sexualität in unserer Gesellschaft enttabuisieren, sodass wir einfach mal offen darüber sprechen, dass das Ganze etwas Normales wird, und deshalb bieten sie auch Workshops und Kurse zum Thema Beziehungsmodelle an. Aber nicht nur das, denn darüber hinaus gibt es in der Pleasure Academy auch Live-Workshops und Tutorials rund um die Themen Sex und Intimität, sodass jeder sein sexuelles Ich entfalten kann. Mit meinem Code könnt ihr Cheeks 7 Tage kostenlos testen, wenn ihr das Jahresabo auswählt, und in dieser Probezeit könnt ihr jederzeit auch kündigen, ohne dass irgendwelche Kosten anfallen, oder ihr seid ein Typ fürs Monatsabo, dann könnt ihr das ausprobieren. Alle Infos unten in der Videobeschreibung, und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Ich habe jetzt gerade gehört, dass du von Griechenland kommst. Genau, ja. Warst du da jetzt im Urlaub oder lebst du auch da? Nee, ich lebe da tatsächlich. Okay. Ja. Aus welchem Grund? Nach dem ersten Jahr, wo ich in der Branche war, war ich bei meinem Steuerberater, und der hat zu mir gesagt, Lia, warum bleibst du eigentlich hier in Deutschland? So, du kannst von zu Hause aus arbeiten, du bezahlst eine Menge Steuern. Warum ziehst du nicht nach Griechenland? Da hast du einen steuerlichen Vorteil. Du kannst von zu Hause aus arbeiten, du kannst das Wetter genießen. Meine Tante ist 4 Monate später in den Urlaub geflogen nach Griechenland, auf eine Insel. Ich bin mitgeflogen, und ja, was soll ich sagen? Ich war eine Woche da und für mich war es klar, hier will ich bleiben. Okay. Ja gut, wenn es sowieso dein Traumparadies ist, dann kann man da, glaube ich, so viel auch gar nicht gegen sagen. Ich finde es natürlich immer schön, wenn Menschen, die hier die gesamte Jugendstruktur, Schule genossen haben und dann irgendwie erfolgreich werden, dank Deutschland dann auch ein paar Steuern hier bezahlen. Aber vielleicht gibt es ja andere Wege, wie du
wie du der Gesellschaft was zurückgibst. Aber das heißt, du bist durch das Darstellen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bist du schon Millionärin geworden. Also ich habe ja die ersten anderthalb Jahre in Deutschland gelebt. Also natürlich nein. Das heißt, da ist viel Geld drin, es gibt aber auch Risiken. Klar. Fangen wir mal mit einem an. Ich sehe jetzt, du bist schlank, dementsprechend wirst du gerade nicht schwanger sein. Also irgendwie verhüten funktioniert schon mal. Mhm. Wie macht ihr das? Irgendwie. Irgendwie, ja. Also ich habe die Spirale und hormonfrei. Also ich mache mir da eigentlich auch nicht so einen großen Kopf, weil die Spirale ist schon sehr, sehr sicher. Also bis jetzt, fingers crossed, ist alles gut gegangen. Und was würdest du machen, wenn du jetzt bei so einem Dreh dann doch schwanger würdest? Ich bin auf jeden Fall nicht bereit für ein Kind. Auf gar keinen Fall. Ich bin ja irgendwie fast selbst noch eins. Ich glaube, da gibt es nur eine Option für mich. Aber ich pass auf. Also natürlich, wenn ich mit fremden Usern drehe, verhüte ich natürlich doppelt mit Kondom. Auf jeden Fall. Okay. Noch dazu. Es geht einerseits ums Nicht-Schwanger-Werden in deiner Situation, aber andererseits natürlich auch um Geschlecht. Krankheiten. Ja, ne? Aber sowieso jeder, der vorher mit mir dreht, muss auch vorher zum Urologen und ein Blutbild machen, damit ich auch sicher gehen kann. Was sind denn so Sachen, die aus deiner Sicht in der Branche richtig verkehrt laufen? Also das Darknet sagt ja bestimmt was. Mhm. Und davon, da gibt es schon sehr, sehr, sehr schmutzige Videos, die natürlich überhaupt nicht ins Internet gehören. Was so Kinder und so weiter angeht, Vergewaltigung, alles Mögliche. Aber ansonsten, also für mich persönlich habe ich natürlich Fetische, denen ich nicht nachkommen würde. Ich bin mittlerweile so open-minded, dass es für mich nichts gibt, was für mich verwerflich ist. Jetzt abgesehen von den Sachen wie Kinderpornografie oder Vergewaltigung, halt alles gegen den Willen. Ja, wir müssen ja auch mal das Kind beim Namen nennen. Frauen gucken verhältnismäßig deutlich weniger als Männer Pornos, aber vielleicht offiziell. Ah, da sind wir wieder, aber inoffiziell offiziell. zumindest das, was Studien sagen. Ja. Aber wenn du so an eine Universität zum Beispiel gehst, das ist ja so unser Alter, dann wird man da fast niemanden finden, der noch nie einen gesehen hat. Mhm. Und die allermeisten schauen sie regelmäßig. Das findet man auch relativ schnell heraus. Der meiste Internet-Traffic entsteht auf Pornografie-Seiten. Mhm. Dementsprechend ist es in anderen Ländern ist es zum Beispiel schon viel entspannter, darüber zu reden. Ich finde auch, es ist total wichtig, dass wir jemanden wie dich mal hier haben und auch mal wirklich drüber quatschen können, weil es ist halt etwas, was fast jeder irgendwie verfolgt. Wer es nicht verfolgen will, dem soll es einfach nicht machen. Aber es ist halt eigentlich omnipräsent und keiner redet so richtig darüber. Ja, und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr großes Problem. Aber ich muss sagen, so in den letzten zwei Jahren hat sich das schon gewendet. Und vor allen Dingen jetzt so seit Corona. Jedes dritte Girl hat Onlyfans und die Leute werden so ein bisschen toleranter, was das angeht. Aber ich würde sagen, so gerade bei der älteren Generation ist es so, dass es halt fast jeder guckt, aber wirklich keiner drüber sprechen will oder es gerade für die Gesellschaft ein No-Go ist. Wirst du selber auf der Straße erkannt? Ja, kam schon ein paar Mal vor. Wie ist es für dich? Also das erste Mal, also ich muss sagen, ich habe ja vorhin in Mainz gelebt und ich habe es auch offen kommuniziert, als ich schon in der Branche war. Und dann kamen natürlich einige, wenn ich mal unterwegs war. Das hat dann auch nachher dazu geführt, dass ich nicht mehr so oft rausgegangen bin, weil ich bin jemand, ich kann ganz schlecht Nein sagen. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist doch Lea Engel, du drehst doch Pornos, wollen wir mal drehen? Und dann stehe ich da und denke mir so, nee. Das ist sehr, sehr unangenehm, weil du sagst Nein und dann sagen die so, hä, warum denn nicht? Ich bin gut bestückt, ich habe Muskeln, ich keine Ahnung, ich kann so gut drehen. Okay, und das Gefühl, dass die Menschen wissen, wie du nackt aussiehst, wie ist das für dich? Ich laufe auch, guck mal, die Bikinis werden auch immer knapper. So. Ja, aber es gibt ja trotzdem noch so eine ganz Zone, wo man sagt so, nee, die ist nur für mich. Oder für mich und meinen Partner oder... Weißt du, also ich muss sagen, ich bin jetzt niemand, der sich an einen FKK-Strand legt, aber ich habe damit wirklich überhaupt kein Problem. So, ich arbeite an meinem Körper, ich liebe meinen Körper. Warum soll ich den dann auch nicht zeigen? Mhm. So, ich habe damit wirklich überhaupt kein Problem. Jetzt muss ich dich natürlich trotzdem fragen, du bist konservativ aufgezogen worden. Das heißt, du hast auch Eltern, die du wahrscheinlich liebst, die dich lieben. Ich weiß nicht. Also natürlich kann es sein, dass meine Eltern mich geliebt haben. Aber ich muss sagen, ich habe es
Wenn ich jetzt so zurückdenke und andere Eltern mit ihren Kindern vergleiche, glaube ich nicht, dass ich so viel Liebe entgegengebracht bekommen habe, wie es andere Kinder bekommen. Kannst du es an irgendeiner Situation festmachen? Also es gibt da auf jeden Fall schon einige Situationen. Es ist nicht so, dass wenn ich nach Hause kam von der Schule oder so, dass man gesagt hat so, hey, schön, dass du zu Hause bist, wie war dein Tag? Es war eigentlich nur, habt ihr heute die Arbeit geschrieben? Wie war deine Note? Ab einer 4 hatte ich Hausarrest und hatte ich eine 1, 2 oder 3, gab es heute Abend mal mein Lieblingsessen und das war's. Das heißt, euer Verhältnis war nie so innig, wenn du das jetzt reflektierst? Überhaupt nicht, nein. Und wie ist es heute? Distanzierter als vorher. Was glaubst du, wie die das heute sehen, da so dein Berufsleben? Also ich hatte ja Glück, also ich glaube, das die ersten anderthalb Jahre kam es gar nicht raus, was mich auch gewundert hatte, weil normalerweise geht das herum wie ein Lauffeuer. Aber da meine Eltern auch eher abgekapselt leben, nur unter sich, in ihrer eigenen Bubble, würde ich sagen, haben die das jetzt nicht so schnell mitbekommen. Erfreut waren sie natürlich nicht. So, welcher Vater wünscht sich sowas für seine Tochter? Seitdem ich das alles mache, bin ich glücklicher als je zuvor. Und ich denke, das ist am Ende so das Wichtigste für mich selbst. Dadurch, dass meine Eltern ja vorher auch nie so richtig auf mich geachtet haben, sage ich mal, fühle ich mich jetzt auch nicht wirklich schuldig denen gegenüber. Auch wenn das jetzt im ersten Moment vielleicht hart klingt. Wenn da draußen jetzt jemand zuschaut, der selber gerade Stress mit seinen Eltern hat oder sagt, ha, so richtig Liebe erfahre ich auch nicht, ich bin 16-jähriges Mädchen. Okay. Ist es aus deiner Sicht ratsam, so diesen Berufsweg dir nachzueifern? Weil du hast ja gerade schon beschrieben, du verdienst richtig viel Geld und kannst dich entfalten. Also ganz viele positive Aspekte. Ja, also Geld ist natürlich nicht alles. Ich weiß, es ist einfach gesagt, wenn man gut verdient. Aber ich bin ja in dem Beruf auch wirklich aufgegangen. Ich stehe morgens auf, ich denke mir so, geil, heute mache ich das und das, ich schreibe mir meinen Plan, ich habe richtig Spaß bei der Arbeit, ich kann ja auch kreativ sein. Es ist ja nicht so, dass ich einfach hingehe und einfach stupide meine Videos drehe. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, einem 16-jährigen Mädchen hier, fang auch damit an, vielleicht findest du dich da drin wieder. Dafür muss man halt ein Typ sein. Es gibt nämlich auch einige Schattenseiten in der Branche. Ne? Also und die meisten sind halt so, die fangen an, sehen das Geld und denken sich so, okay, cool, ich verdiene viel. Aber dann irgendwann stoppen die es, weil sie keine Lust mehr darauf haben, weil sie merken, wie viel Arbeit dahinter steckt oder was überhaupt für Arbeit dahinter steckt. Dann hören die halt auch ganz schnell wieder auf und wollen sich danach wieder ins Büro setzen. Der Weg ist aber, glaube ich, dann zu. Also das muss man sich ganz aktiv auch überlegen. Das ist für dich, ich meine, ne, du bist auf dem besten Wege jetzt damit auch deine Frührente mit Mitte 20 oder so zu erreichen. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen natürlich. Aber du hast halt alles auf eine Karte gesetzt. Wenn ich jetzt eine Ausbildung mache fürs Büro und merke, im Büro gefällt es mir nicht, dann kann ich zum Notar wechseln und da eine Ausbildung machen. Oder ich gehe als Tierärztin versuche ich es. Also du hast wirklich ansonsten alle Möglichkeiten, aber wir müssen uns halt auch damit abfinden, das, was wir vorhin schon besprochen haben, wie das gesellschaftlich betrachtet wird. Und es wird halt nach wie vor geächtet und dementsprechend sind viele Türen zu. Ich habe übrigens auch ein Video von dir gesehen, wo du bei einem Blind Date dabei warst. Und Freunde, wenn euch das ganz interessiert, wie die Madame bei einem wirklichen, echten Date sich verhält, dann schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei. Und wenn euch interessiert, ob es am Ende zum Kuss gekommen ist und sie ihren Traummann gefunden hat. Also das sind alles wirklich spicy Infos, die findet ihr nur in diesem Video, habe ich euch alles unten verlinkt. Wie viel ist denn wirklich echt? Weil das ist, glaube ich, auch für viele, vor allem junge Zuschauer da draußen, mal ganz wichtig zu verstehen, weil das ist ja Arbeit, also es ist auch irgendwo eine Darstellung, eine von mir aus Kunstform, aber es ist auch Show, oder liege ich da falsch? Also ich denke, es kommt auch so von, das kommt drauf an, welche Darstellerin gerade hinter der Kamera ist oder vor der Kamera. Natürlich gibt es Situationen, die wir filmen, zum Beispiel mein Stiefbruder platzt gerade rein, während ich es mir selbst mache. Natürlich ist das nicht echt. Echt? Oder mein Cousin hilft mir bei einer Autopanne und auf einmal habe ich kein Höschen an. So an den Stellungen und wie das alles passiert, ist natürlich was Echtes. Weil wenn man zum Beispiel jemanden datet und man geht aus,
dann habe ich abends auch mal kein Höschen an und dann passiert es halt mal irgendwo an einem spannenderen Ort als im Bett oder so. Natürlich müssen zum Beispiel Männer nicht 45 Minuten abliefern. Das vermittelt natürlich ein falsches Bild. Also ich appelliere halt immer dafür, dass man versucht, so viel wie möglich im Real Life zu erleben. Weil das auf jeden Fall. Immer die schönste Erfahrung ist. Ich meine, du hast im Gegensatz zu deinen Zuschauern, die vor dem Bildschirm sitzen, du hast halt eine Real-Life-Erfahrung. Mhm. Und diesen Lernfortschritt, den du da auch hast und diesen Erfahrungsschatz, den du da sammelst, den wünsche ich halt jedem, auch jedem, der irgendwie heranwachsend ist und sich da das erste Mal irgendwo ausprobiert, dass man dabei so gedankenfrei wie möglich sein kann. Wie geht ihr denn damit um, wenn dein Partner halt zu schnell kommt? Das ist ja auch ein Problem für viele Männer. Ja, dann gibt's halt ein kurzes Video. Das ist kein Problem. Es gibt ja auch wie viele Männer da draußen, die kommen schon nach 2 Minuten und dann haben wir einfach das Genre schon abgedeckt. Was würdest du grundsätzlich Männern sagen, die sich extrem schämen, weil sie so schnell kommen? Ja, das ist natürlich jetzt einfach gesagt, aber schämt euch bitte nicht. Es gibt so viele Männer da draußen, die genau dasselbe machen und wirklich ein Mädchen, das euch gerne mag, die wird euch nicht dafür verurteilen, nur weil ihr mal früher kommt oder dann macht man halt direkt eine zweite Runde. Es ist ja nichts dabei. Für euch ist ein cooles Statement. Freunde, ja. Ihr könnt sehr, sehr gerne eure eigenen Erfahrungen oder auch Fragen unten in die Kommentare schreiben. Erfahrungen und Fragen können wir nämlich vielleicht in der zweiten Runde besprechen. Ich habe heute schon super, super viel von dir lernen dürfen. Jetzt würde mich aber abschließend noch interessieren, was würdest du jemand Jungem da draußen raten, der irgendwie sagt, ich finde das unfassbar spannend, ich werde morgen Pornodarsteller? Also Leute, überlegt es euch wirklich gut, weil es heißt nicht umsonst, was im Internet landet, bleibt im Internet. Es ist wirklich ein Einzelfall, dass es so mega gut läuft wie bei mir. Ihr wisst, es gibt viele Managements, die Leute abziehen und so weiter. Also überlegt es euch gut, sucht euch einen anständigen Beruf, mit dem ihr super glücklich seid, mit dem ihr euren Seelenfrieden findet und macht euch auch, was das Porno oder das eigene Sexleben angeht, nicht so einen großen Druck. Das ist sehr schön, das abschließend so von dir zu hören. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann das eigentlich nur so unterschreiben. Ich finde es unglaublich gut, dass wir anfangen, darüber zu sprechen, dass du heute extra aus Griechenland hierher gekommen bist, dieses Interview zu führen. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, es kann sein, dass ich heute keinen guten Job gemacht habe und noch 1000 Fragen offen sind, dann ist es gut für uns, weil dann treffen wir uns nochmal. Griechenland soll ja auch ganz schön sein. Dann komm vielleicht ich kommst du nächstes Mal zu mir, genau. Eben, ne? Wer weiß, ins Warme hätte ich kein Problem mit. Und ich danke dir erstmal, dass du heute hergekommen bist und natürlich meinen Zuschauern, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier zwischen uns sind jetzt noch 2 Videos eingeblendet. Welches findest du besser, das obere oder das untere? Das untere. Gut, dann nehme ich heute mal das obere. Und zur Verabschiedung dürfen wir noch winken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.